Darf ich verstehen? Was denn? Ich glaube, es ist hoch an der Zeit, dass wir dem Volk zeigen, wie wir zum Kaiser geworden sind. Aber Majestät, in diesem Film sind Majestät noch nicht Majestät. Ja, die Wahrheit ist dem Volk zuzumuten, sei verstanden. Also bitte. In einer kleinen Ortschaft in der Nähe der Stadt Wien sollte sich das Schicksal eines ganzen Landes und infolge das der Kronländer ändern. Das zieh ich ja nicht, jetzt hol ich dann alles. Was ist mit dir? Nimm Bier, bitte. Na, sehr was, Kaiser. Dir hat es gerade noch gefällt. Was mich fragst, sind die Politiker alle Ding? Ja, das Parlament privatisiert. Richtig? Richtig! Schau, jetzt redet er wieder mit einem selber. Na schau! Das ist natürlich ein Wahnsinn! Putzer! Das kostet ja alles ein Geld. Jetzt kriegst du was. Gib mir nichts mehr. Sonst zukommt's wieder aus. Gehen wir heim, wir sind eh schon so angesoffen. Sicher nicht. Ich habe einen Vorschlag für dich. Du gibst dir noch ein Bier und ich gebe dir einen Glückstein. Das ist auch von seinem Häusl. Richtig, das ist ein Seifenstein. Jetzt gib mir ein Bier. Ein Bier sollst du mir geben, du Austräger der Kamelfärschen. Von mir kriegst du nichts mehr. Na gut. Dann gib mir wenigstens du mir ein Bier. Vorwärts! Siehst mir euch zwei Kiwi-Kinder, gib's mir ein Bier! Robert Heinrich! Schießelrecht! Robert Heinrich, du bist erwählt, dieses Land aus seinem Elend zu führen. Junge, heute geht sich das niemals! Robert Heinrich, ab sofort bist du Robert Heinrich der Erste, durch Gottes Gnaden Kaiser von Österreich. Was wollt ihr von mir? Na, was denn? Na, Seifenstein. Was ist? Können wir das mal weiterkommen? Für mein Land zu regieren. Zu viel, was ist? Vorwärts.